Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Randomizer Nuzlocke. In der letzten Folge habe ich die Arena besiegt, mehr oder weniger erfolgreich. Es war, reden wir nicht drüber. Es war anstrengend. Und mal gucken, was wir heute machen. Da vorne geht es nämlich raus, aber ich glaube, ich möchte erstmal noch auf die Route, weil ich da noch einen Routen-Pokémon fangen darf. Seid ihr bereit für Routen-Pokémon? Leute! Yay! Okay. Erstmal aber einen Trainer, bevor ich etwas fangen darf. Hey! Er hat einen Kanivana. Das ist ja nett von ihm. Ich habe immer noch gar nichts gegen Wasser-Pokémon. Und dass die erste Arena, in der ich kämpfen musste, dann eine Wasser-Arena war. Das ist gemein gewesen. Ah. Sehr schön. Aber das dürfte wegen Rauhaut wehtun, oder? Nicht? War das kein Rauhaut? Hunduster. Ha. Ich muss sagen, bisher ist das Team eher unausgeglichen. Da kann noch einiges verbessert werden. Weil momentan läuft noch nicht so gut. Okay, auf welche Wiese gehen wir? Wir gehen auf die hier. Komm schon, Pokémon, sei was Gutes, bitte sei was Gutes, sei Elektro. Ah. Miri, nicht aufregen. Das hier sind gerandomized Entwicklung. Es ist gut, ein Wampel zu haben. Nicht aufregen. Alles gut. Also nach den letzten Folgen, ne? Macht mir diese Nuzlocke sehr viel Angst. Also so ganz normal war das bisher echt nicht. Und warum? Meint das Wampel, es müsste aus irgendeinem Grund nicht in dem Ball bleiben. Du bist ein Wampel. Das Problem ist, ich kann das nicht angreifen, weil es Level 7 ist und ein Wampel. Wampel? Lässt du das bitte? Wir halten Superball. Das Gute ist, das wird sich jetzt direkt entwickeln. Wenn ich da ein Level abmache. Jetzt bleib in dem blöden Ball drin, meine Güte. Dankeschön. Oh, ich habe noch gar keine Namensliste gemacht. Wie kann denn das sein? Oh nein, jetzt muss ich eben auf das erste Video gehen. Das geht nebenher. Das dauert gar nicht lang. Oh Mann. Sehr gut organisiert. Irgendwie habe ich das vergessen. Anziehung wirst du lernen. Nein, wir lernen nicht Anziehung. Dankeschön. Aber ein cooles Wampel haben wir jetzt im Team. Und es bekommt auch einen Spitznamen. Oh, und Leute, bevor ich das vergesse. Ihr müsst nicht fragen, wie ich das gerandomized habe. Ich werde es euch nicht erklären. Tut mir leid, aber das könnt ihr euch selbst zusammensuchen. Von mir gibt es da keine Erklärung zu. So, wo sind denn hier die Spitznamen? Hier. Ach ja, wie schön. Ich bin gespannt, was es sich entwickelt. Dann haben wir heute eine coole Folge mit einer Entwicklung. Nachdem sich schon das letzte Pokémon geweigert hat zu entwickeln, weil es lieber gestorben ist, bevor es kurz, also es, das war ja das Nidoran, das war ja kurz davor, sich zu entwickeln. Reden und gleichzeitig Namen eintippen. Keine gute Kombination, Leute. Oh, das war aber knapp. Habe ich alles richtig geschrieben, während ich hier nebenher rede? Also. So. Ich hoffe, es wird lange leben. Ich hoffe, für es entwickelt sich in ein Elektro-Pokémon. Was sonst bekommt jemand richtig Ärger? Und mit jemand meine ich das Wampel. Das Problem ist, ich habe ein bisschen Angst, dass jetzt ein Pokémon mit Verfolgung oder so drin sitzt.
Okay. Das ist ein bisschen fies. Aber na gut, das entwickelt sich halt mega spät. Und für den Anfang ist es vielleicht gut. Ist es vielleicht gut, wenn ich nicht unbedingt die Drachen bekomme, die mega gute Statuswerte haben und sich sicher in was Krasses entwickeln würden. Oh Mann. Wie kann man eigentlich so viel Pech haben? Es ist so, ich krieg das Wurmpel und da sitzt als nächstes das Kaumalat. Na toll. Okay. Das reicht noch nicht für ein Level Up. Wurmpel, du bist zu anspruchsvoll. Hallo? Leben hier keine Pokémon mehr. Lebten hier nur ein Wurmpel und ein Kaumalat in der Wiese. Ach nee. Es gibt noch mehr. Und oh, diese Wiese, sie hasst mich. Ist das ein Witz? Ich hasse mein Leben gerade etwas mini. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, dass das gerade ein bisschen gemein ist, dass ich Wurmpel fange und da kommen Kaumalat und Feuerriegel. Das ist schon etwas gemein. So ein Feuerriegel hätte ich nämlich schon gern gehabt. So ein Starter. Auch wenn sie sich alle randomized entwickeln, entwickelt sich sicher an was Besseres. Feuerriegel. Nicht nett von dir. Immer noch kein Level Up. Wie viel braucht denn das Wurmpel? Vielleicht stellen wir gleich mal die Geschwindigkeit hoch oder... Nee, ein Pokémon noch, dann sollte das reichen. So. Gut. Was hätte die Wiese noch zu bieten gehabt? Ach, auch das wäre besser gewesen. So schöne Pokémon in dieser Wiese. Und was fange ich? Das Wurmpel. Ich hoffe für dich, du hast keine Verfolgung und hast auch nicht vor, diese Verfolgung einzusetzen. Ist das in Ordnung, Shinux? Dankeschön. Scheint ja angekommen zu sein, dass keine Verfolgung einzusetzen hat. Okay. Verteidigung gesenkt. Das Gute ist das egal. Das Ohrdoch hält das aus. Ohrdoch macht alles weg. Jetzt Level Up. Immer noch kein... Das gibt's nicht. Das ist das anspruchsvollste Wurmpel aller Zeiten, ne? Ah, da ist ein Wurmpel. Wie nett. Hm. Aber das reicht jetzt hoffentlich. Und ich hoffe, es wird was Gutes. So ein Ho-Oh. Damit wäre ich einverstanden, muss ich sagen. Okay. Schnabel. Und dann sollte das geregelt sein. Das war das Traurigste, was ich je gesehen habe. Hut. Das Allertraurigste. Ich will es nur gesagt haben, dass ich bin etwas sehr enttäuscht von dir. Aber du kriegst ein Level Up, wie schön. Dann kriegt hoffentlich Wurmpel auch ein Level Up. Yay. Yeah. Okay. Los geht's. Komm schon. Sei Elektro. Und man sieht gar keine Silhouette in der Generation. Das ist ja gemein. Aha. Die macht's sehr spannend. Das war nicht witzig. Blödes Visor. Das war nicht lustig von der Nuzlocke. Das war gar nicht lustig von dem Spiel. Ich trainiere dieses blöde Wurmpel und zu was wird es zu einem Visor? Also, ich glaube, es sagt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht das Wurmpel besser fand als das Visor. Wann entwickelt sich das? Irgendwann Level 20 oder so? Naja. Dafür, dass ich auf der Wiese hätte kaum Malat, Shinux oder Feuerriegel fangen können.
Ich bin etwas traurig. Könnt ihr das nachvollziehen irgendwie? Also bisher ist die Folge eher eine Enttäuschung. Wehe, es geht jetzt noch ein Pokémon drauf. Bisher sind es aber erstmal wieder jemand anderer nach vorne. Weil ich enttäuscht wurde. Von gewissen Pokémon. Und wir machen mal die Trainer, weil ich glaube, da vorne... Das gibt's nicht. Wie macht sie denn das? Hallo? Würdest du aufhören, mich zu ignorieren? Ich fahre um sie rum und sie kriegt es immerhin genau in die andere Richtung zu gucken. Nein! Es sind Geweiher des Todes. Sie hat Geweiher des Todes. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Mach es weg! Oh. Okay. Wahrscheinlich sind nur Geweiher so krass OP und haben so auch krasse Attacken. Was ist denn hier los? Hör auf! Damit. Das ist gemein. Ich habe so Angst vor Geweiher inzwischen, ne? Und dann kommt die uns jetzt direkt zwei ein. Irgendeiner hat die wahrscheinlich hier verkauft in der Gegend. Spezielle Geweiher zum Sonderpreis. Es kann... Weiß ich nicht. Läuterfeuer. Irgend so Mist. Okay. Schön. Die Musik macht Freestyle. Hey. Ein schwaches Pokémon lässt sich am leichtesten trainieren, wenn man es oben links auf die Teamliste setzt. Dankeschön. Und wenn man in Nuzlocke spielt, ist das schwierig. Oh. Ach, hier ist die Rennstrecke. Witzig. Hi. Neuer Trainer. Kämpfst du nur zum Spaß oder verfolgst du ein bestimmtes Ziel? Ja, ich spiele einen Nuzlocke und versuche nicht drauf zu gehen. Also setz nicht Keldeo ein. Okay. Mal realistisch. Das Ding ist Wasserkampf. Das heißt Kampfattacken und Wasserattacken. Das heißt, ich kann Balui nicht einsetzen wegen Wasserattacken. Aber theoretisch kann ich nicht Ordoch drin lassen wegen Kampfattacken. Aber ich habe auch Angst, einfach zu switchen. Und ich wüsste auch gar nicht, auf wen. Ich meine, Nein ist auch normal effektiv, wenn er eine Kampfattacke einsetzt. Und die anderen... Naja... Was ist denn stärker, wenn ich Pfund oder Duplexieb einsetze? Ich setze halt normalerweise immer die Attacke ein, die halt oben links steht, weil das am schnellsten geht. Tja. Ich denke, Pfund ist die sichere Methode. Es ist halt auch Level 9, das gibt's ja nicht. Oktazucker! Okay. Das ist keine Kampfattacke, das ist in Ordnung. Och, je. Ich mache einfach die ganze Zeit die Augen zu während dem Kampf. Ich will mir das nicht an... Jetzt kommt die Antikkraft. Nicht boosten, nicht boosten! Dankeschön. Ich halte mir wieder die Augen zu. Die Ohren müsste ich mir auch zuhalten, dass ich die Geräusche nicht höre. Okay, meine Genauigkeit ist gesenkt. Das ist nicht so gut. Wir haben das erste legendäre Pokémon erfolgreich besiegt. Auch wenn es unheimlich war, aber wir haben es geschafft. Diese Folge ist schwierig. Es passieren nur negative Dinge. Bisher ist noch nichts Gutes in dieser Folge passiert. Hm. Kommen hier noch mehr Trainer? Ja. Ja, Ordoch hat ungefähr 10 KP verloren. Deswegen würde ich das gern heilen, ja. Genauso so heilt man, indem man in eine Wiese läuft. Aha. Kann ich bitte flüchten? Das ist auch... Das Pokémon ist eins von denen. Ich wüsste nicht, dass sie existieren. Wenn mich einer fragt, alle Pokémon aufzuzählen, gehört das zu denen, wo ich niemals draufkommen würde, dass sie existieren. Schwierig. Bitte schön, einmal heilen, weil ich Angst habe. Weil diese Nuzlocke gefühlt unter keinem guten Stern steht. Ich sollte auch vielleicht ein paar neue Pokebälle kaufen.
Allein falls nochmal ein Shiny auftaucht. Wer weiß. Ein Shiny Feuerriegel. Wie gut wäre das denn? Oh, das hätte ich gern. Oh, die sind aber ganz schön teuer. Ach ja je. Wie viele Tränke habe ich? 4. Das reicht. Okay. Aber Superbälle und Pokebälle kann man nicht genug haben. Aber ich habe viel zu wenig Geld. Also müssen wir noch mehr Trainer bekämpfen. Da hinten waren ja noch. Zumindest einer war noch da. Ich weiß gar nicht mehr, wo die Route hinführt, ehrlich gesagt. Oh, da unten sind noch mehr Trainer. Hi! Die Musik! Okay. Auf geht's, Koppel, sagt sie. Franziska. Bitte sag mir, dass du ein Skoppel... Sie hat einfach ein Krabbit dabei statt einem Skoppel. Ist das ein Witz? Leute, Krabbit ist gefährlich, glaubt mir. Ich habe aus Spaß mal ins Competitive gespielt und keiner hat damit gerechnet, wie fies es ist. Lebensorb drauf und gib ihm. Oh, bitte Logok. Okay, es ist nein. Nein, kannst du das? Ach, herrje. Bezirze. Okay. Das ist ja in Ordnung. Es lebt einfach immer noch. Ich mache ihm viel zu wenig Schaden. Aber ich denke, das sollte es jetzt gewesen sein. Sehr gut. Ach, gab sogar ganz gut XP. Das war nicht schön. Oh, ich bekomme ein Item. Ein Logok Need wäre okay. Nein? Dann nicht. Hi, du willst nicht kämpfen? Ach, ich bin schon am Ende, okay. Ah ne, das sind ja noch mehr, okay. Ich dachte, das wäre nur so ein Rundweg. Na gut. Hi, Emma. Toketik. Toll. Ich liebe Toketik. Solange es kein Togekiss ist, ist es okay, weil Toketik ist noch irgendwie besiegbar. Togekiss ist schwierig. Oh, bitte töte es nicht. Nur weil ich das gesagt habe, dass es die noch besiegbar ist. Feines Ordoch. Ordoch. Ordoch gibt über Respektschelle oder sowas. Level up. Okay. Wir leveln einfach Ordoch auf Level 100 hoch und gehen damit durch. Das passt. Ja, sein Flabibi, das ein Togetic war. Man kann das ja mal verwechseln. Oh, noch ein Item. Logok Need. Ja. Na dann nicht. Ja, hier komme ich wohl noch nicht hin. Oh, wo geht das denn? Ach, da geht's zur Liga. Okay, alles klar. Du darfst hier doch nicht durch. Nein, nein, nein. Aber ich habe schon einen Orden. Okay, war doch das Ende der Route. Na gut. Ach ja. Leute, ich würde sagen... Oh, Item. Das hier war's mit der heutigen Folge. Wenn ihr wissen wollt, wie es so weitergeht, dann schaltet gern morgen wieder ein zum nächsten. Bis dahin, macht es gut und tschüss.